Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Lieblingskoch, heute vom Zwiebelfeld. Genau um die geht es nämlich heute. Wir gehen erstmal in die Küche und dann zeige ich euch die einzelnen Zwiebelsorten, machen einen kleinen Selbstversuch, was gegen drehende Augen helfen soll. Und danach backe ich einen Zwiebelkuchen am Holzbackofen, der völlig low carb und ohne Mehl ist. Was das für eine Zwiebel ist, das seht ihr schon an der Farbe. Das ist eine weiße Zwiebel, genau richtig. Und leider findet diese weiße Zwiebel in unseren deutschen Küchen gar nicht so viel Verwendung, ist aber in Spanien und in Frankreich ein ganz wichtiger Bestandteil der Küche. Ich finde diese Zwiebel super, weil sie unheimlich mild ist. Das ist die gewöhnliche Speisezwiebel, das ist so der Allrounder unter den Zwiebeln. Sie eignet sich eigentlich für alles, was ihr so zubereiten wollt. Sie hat sehr viel Zucker und eine etwas gröbere Blattstruktur. Das ist die rote Zwiebel. Sie ist nicht nur rot, sondern sie ist auch die gesündeste. Diese kleine Zwiebel hier ist die Schalotte, das ist wohl die edelste unter den ganzen Zwiebelsorten. Und sie zeichnet sich aus durch eine feine Schärfe, durch eine ganz, ganz feine Blattstruktur und eine angenehme Süße. Also ich liebe diese Dinger und habe in meiner Kochkarriere wahrscheinlich schon Unmengen von diesen Schalotten geschält und geschnitten. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder die große Frage, was kann man gegen tränende Augen beim Zwiebelschälen machen? Ich habe sämtliche Sachen ausprobiert, wenn man sich Toastbrot in den Mund steckt und die Zwiebeln nicht mehr drin. Ich probiere das jetzt mal aus. Ist toll, schon die ganze Zeit, aber es funktioniert nicht, wir drehen die Augen trotzdem. Oder man soll ein scharfes Messer nehmen und damit schneiden, was Sinn macht, weil mit einem stumpfen Messer zerdrückt man eher die Zwiebel und quetscht damit den Saft raus. Oder man soll sich einen Schluck Wasser in den Mund nehmen. Ich habe das Gefühl, Entschuldigung, dass wenn man Wasser im Mund hat, dass es dann eigentlich noch schlimmer ist. Und mein Messer ist scharf genug, also ich glaube, es ist einfach so, dass wenn man Zwiebeln schält, einfach mal ein bisschen weinen muss. Das ist gut für die Tränenkanäle, wird alles durchlüftet. Also lasst euch nicht schocken und probiert trotzdem mein nachfolgendes Rezept aus. Wir machen einen richtigen schönen Quiche Lorraine in Zwiebelkuchen und der ist super lecker und als Entschädigung hauen wir uns danach noch eine schöne Flasche Federweißen rein. Also, los geht's. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Zwiebelkuchen. Keine Angst, ich zerhack nicht die Zwiebeln, aber ich habe mich entschieden, den Zwiebelkuchen hier im Holzbackofen zu machen, weil er da einfach viel, viel schöner wird und fange erstmal an mit Holzhacken und heiz dann den Ofen an. So, das soll reichen. Ich wasche mir erstmal kurz die Hände vom Holzhacken und dann geht's direkt weiter. Während der Ofen vorheizt, will ich euch kurz erklären, wie das Rezept ist. Und zwar machen wir einen Teig aus Mandelmehl, aus geriebenen Käse, aus Speck, aus körnigen Frischkäse oder Hüttenkäse und aus drei Eiern von den glücklichen Hühnern, die wir nachher noch hören und sehen werden wahrscheinlich, weil die sich immer wieder zu Wort melden. Das geht also los, dass wir das Mandelmehl zu dem Käse geben. Dann kommt der Speck dazu. Und dann sehe ich schon, dass meine Schüssel wahrscheinlich ein bisschen eng werden wird und fülle das hier mal um. Und jetzt machen wir den Frischkäse dazu. Schöner, körniger, gekochter Hüttenkäse. Sieht super aus. Jetzt kommen die drei Eier dazu. Eins. Zwei. Und das letzte. Dann nehmen wir uns ein Handrührgerät und vermixen das einfach alles zu einem schönen glatten Teig. So sieht dieser leckere Teig aus, wenn er fertig ist. Wie gesagt, komplett ohne Mehl. Und den lassen wir jetzt durchziehen und bereiten uns die Zwiebeln vor. Die Zwiebeln, die schneiden wir in halbe Ringe, dafür halbierte die Zwiebeln. Und wichtig ist, dass ihr ein ganz, ganz scharfes Messer habt.
wenn das mal nicht so scharf sein sollte, ja, dann könnt ihr das über so einen Wetzstahl ziehen. Das ist ganz normal, dass durch die Schneidebewegung immer wieder der Grat des Messers abgewetzt wird oder ja, abgearbeitet wird. Und den kann man wieder aktivieren, indem man das mit so einem Wetzstahl im Winkel von 45 Grad immer hier drüber zieht. Ja. So. Wichtig ist, wenn ihr das gemacht habt, dass ihr das Messer einmal an dem Tuch abwischt. Denn ansonsten, da stimmt euer Eisenhaushalt von den ganzen Spinnen, aber euer Zwiebelkuchen, der schmeckt total nach Metall. Ja. Gut, das geht jetzt mal los. Wir schneiden das. Wenn das bei euch nicht ganz so schnell geht, dann seid nicht traurig. Denn ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Zwiebeln schneiden. Die Zwiebeln sind nun fertig. Die habe ich mir erstmal in eine Schale reingepackt. Denn als nächstes werden wir den Teig jetzt auf dem Blech geben. Und dann hoffe ich, dass mein Backofen irgendwann soweit durchgebrannt ist. Dass mein Backofen irgendwann soweit vorgeheizt ist, dass wir den Teig backen können. Ja. Wenn ihr zu Hause keinen Holzbackofen habt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Dann könnt ihr diesen Teig auch im Backofen backen und zwar bei 180 Grad Umluft. Ihr verteilt jetzt den Teig auf dem mit Backpapier ausgelegten Backblech. Und den kann man nicht ausrollen wie einen normalen Teig, sondern wir streichen den einfach dann so glatt. Entweder mit einem Löffel oder besser geht es mit so einer Palette oder Teigschaber. Der Teig sollte schön dünn sein, so ungefähr 5 mm. Ich habe den Teig jetzt richtig schön ausgestrichen und werde den jetzt in den Backofen für 10 Minuten schieben und den Teig vorbacken. Danach zeige ich euch, wie es weitergeht. Also ab in den Backofen. Es ist so ein perfekter Ofen. Das wird gigantisch, unser Zwiebelkuchen hier drin. Wartet mal ab. Okay, die 10 Minuten sind um. Der Teig ist angebacken. Wir holen ihn jetzt mal raus. So sieht das Ganze aus. Duftet so lecker, dadurch, dass der Speck jetzt heiß geworden ist und der Käse geschmolzen ist, hat es eine richtig schöne feste Oberfläche bekommen. Und jetzt verteilen wir die Zwiebel hier drauf, schön flach. Und dann streichen wir da drüber zwei Becher Creme Fraiche und schieben das Ganze wieder an den Ofen rein. So soll es aussehen und jetzt ab in den Backofen. Wir backen das Ganze jetzt nochmal für 20 Minuten. Ich glaube, der Zwiebelkuchen, der ist jetzt fertig und ich werde den mal rausholen und dann suche ich mir ein sonniges Plätzchen und werde mir meinen wohlverdienten Federweißen schmecken lassen. Sieht das toll aus. Ich gieße mein Gläschen Federweißen ein, der erste Wein im Jahr, und dann lasse ich es mir schmecken. Wenn euch das Rezept mit dem Zwiebelkuchen gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal und schreibt mir viele, viele Kommentare. Bis bald, euer Lieblingskoch. Und trinkt Federweißen. Die Zeit kommt erstmal nicht wieder.